damit beginnt er. Der dritte Teil der Advance Wars Reihe. Ja, es ist soweit, nach langen, unzähligen Versuchen auf meinem alten PC, wo das nicht geklappt hat, dieses Spiel aufzunehmen, werde ich es jetzt hier endlich aufnehmen können. Gut, bis ich das hochlade, ich weiß gar nicht, wann das sein wird. Irgendwann, denke ich mal, in 2014 wahrscheinlich, weil aktuell habe ich noch andere Projekte, die unbedingt zu Ende werden müssen. Aber, ja, ich würde sagen, wir werden uns viele verschiedene Modi ansehen und werden mit der Kampagne natürlich starten. Ich habe schon mal ein bisschen, gucken, das alles probiert. Deshalb habe ich auch schon 3 Medaillen von 300. Ob wir alle sammeln, ich glaube nicht dran, aber naja, egal. Das ist aber auch nicht mein Ziel. Ich denke mal, wir können loslegen mit der Kampagne. Seit dem Krieg in Markoland, siehe Advance Wars Teil 2, sind einige Monate vergangen. Es ist Andy, Nell und den anderen Code zu verdanken, dass die Armee von Black Hole besiegt werden konnte. Endlich konnten die Menschen wieder in Frieden leben. Doch nun... Auf dem entlegenen Kontinent Omega-Land braucht sie etwas zusammen. Black Hole hat dort mit einer großen Invasion begonnen. Wie konnten sie in so kurzer Zeit ihre Armee wieder aufbauen? Wer ist ihr neuer Oberbefehlshaber, nachdem sie Sturm verloren haben? Fragen über Fragen. Viele Fragen sind noch zu klären. Und so haben die 4 Nationen Orange Star, Blue Moon, Green Earth und Yellow Comet ein Bündnis gebildet. Die alliierten Nationen. Gemeinsam starten sie eine Gegenoffensive, um das Land zu retten. Ob es mit dem Vorhaben gelingt? Wer weiß. Wir gehen los in Mission Nummer 1. Junge Löwen. Rachel, dies könnte ein schwieriger Kampf werden. Kein Problem, Schwesterherz. Du hast doch in Markoland alle Hände voll zu tun. Unsere Truppenstärke in Omega-Land ist zwar gering, aber dafür haben wir Alliierte. Die 4 Nationen werden Black Hole gemeinsam besiegen, so wie ihr damals. Ja, das ist die richtige Einstellung. Einige Co. von hier werden zu euch stoßen, um euch zu unterstützen. Arbeitet gut mit ihnen zusammen. Okay, Schwesterherz, aber die Co. von Omega-Land sind auch nicht ohne. Haha, ich weiß, solange du dabei bist, mache ich mir sowieso keine Sorgen. Ich werde mich euch diesmal nicht anschließen können. Deswegen übernimmst du das Training der neuen Crew, okay? Ist mir das ganz schön laut. Naja, so. So passt das. Verstanden, ich kümmere mich drum. Gut, das wäre alles. Und übrigens, nenn mich nicht immer Schwesterherz, wenn andere Crew in der Nähe sind. Ach ja, sie könnten ja anfangen, über dein Alter zu spekulieren. Komm schon, du weißt genau, dass das nicht der Grund ist. Verstanden, Kommandantin Nell. Ich werde hier nach dem Rechten sehen. Ich beende die Verbindung. Klick. Kommandantin Nell von Orange Star ist also seine Schwester? Ja, genau. Meine Kommandantin Nell ist nicht viel länger dabei als ich, aber sie ist schlauer und deshalb schneller aufgestiegen. Irgendwie hat sie immer Glück. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand noch schlauer sein könnte als du. Tja, die Welt ist wohl doch größer, als ich dachte. Hahaha, außerhalb von Omega-Land gibt es haufenweise Co., die besser sind als ich. Aber genug davon, Omega-Land ist in großer Gefahr, wie du weißt. Und wir können fürs Erste nicht mit Unterstützung aus Markoland rechnen. Wir wissen ja noch nicht mal, wo die verbündeten Co. sich alle aufhalten. Wir zwei, du und ich, müssen allein mit diesem Gegner fertig werden. Ganz schön heikel, was? Du scheinst das ja recht locker zu nehmen, bist du denn gar nicht nervös? Doch, schon, aber mit dir an meiner Seite bin ich voller Zuversicht. Denk bloß nicht, dass ich die ganze Arbeit mache. Du musst richtig mit anpacken. Also, fangen wir mit dem Training an. Ich werde dich nicht schonen, Jake. Ja, der Held der Serie oder dieses Teils ist diesmal Jake. Ein anderer Co. und ich weiß nicht, warum er so heißt. Naja, könnte man ja auf mich schließen, aber naja. Diesmal ist es nämlich nicht Andy. Nur zu, ich bin ganz Ohr. So, und wir legen auch schon direkt los mit dem ersten Kapitel. Mission 1, Junge Löwen. Die roten Einheiten auf dem Gelände sind deine, Jake. Die blauen sind meine. Blue Moon hat sie mir ausnahmsweise geliehen. Unser eigentlicher Gegner ist die Armee von Black Hole. Ihre Einheiten sind schwarz. Der pulsierende rote Pfeil ist der Cursor. Mit ihm befehligst du deine Truppen. Tippe einen deiner Einheiten an und erteile ihnen einen Befehl, Jake. Alles klar, dann lege ich mal los. Gut, man muss es aber nicht machen. Man kann es natürlich auch mit dem Steuerkreuz machen und dem A-Knopf, so wie damals auch. So, dann, ja, würde ich sagen, legen wir mal los.
Das ist eine Jagdpanzereinheit, eine Einheit des Direktangriffs. Das heißt, sie muss sich direkt neben dem Gegner befinden, um diese angreifen zu können. Jagdpanzer sind schnell und stark im Angriff. Du wirst sie häufig einsetzen. Wenn du deine Einheit auswählst, ändert sich die Farbe der umliegenden Felder. Dieser Bereich ist der Bewegungsradius. Die Einheit. Tippe den Zielort an. Und wähle dann Feuer oder Warten, um den Befehl abzuschließen. Mit B-Abbruch am oberen Bildschirmrand kannst du deine Option abbrechen. So. Aber wir wollen natürlich angreifen, weil wenn man zuerst angreift, hat man nämlich immer einen Vorteil. Deshalb tun wir das auch. Und das Geile ist, es gibt wieder schöne Emotionen der Kurs. Das habe ich jetzt mal schon beim zweiten Teil ziemlich bemängelt, dass es die nicht gab. Das ist eine Mech-Einheit, eine Einheit des Direktangriffs. Das heißt, sie muss sich direkt neben dem Gegner befinden, um diesen angreifen zu können. Mit ihrer Feuerkraft können sie sogar Jagdpanzern gefährlich werden. Allerdings erleidet sie großen Schaden, wenn sie angegriffen werden. Du solltest also angreifen, bevor du angegriffen wirst. Das haben wir auch vorhin angegriffen. So, und vielleicht wisst ihr es natürlich auch schon, im Wald hat man natürlich eine bessere Verteidigung als auf der Straße zum Beispiel. Seht ihr an der Deckung. So, und dann hätten wir noch eine Infanterieeinheit, eine Einheit des Direktangriffs. Infanterie- und Mech-Einheiten können angreifen, auch Stützpunkte besetzen. Siehst du die weiße und die rote Stadt in der Nähe deiner Infanterieeinheit? Die rote ist eine deiner Stützpunkte, das heißt, sie ist unter deiner Kontrolle. Die weiße Stadt ist neutral, das heißt, sie wurde noch von keiner Armee besetzt. Was habe ich davon, wenn ich eine Stadt besetze? Wenn du eine Stadt besetzt, fließt von dort jeden Tag Geld in deinen Fonds. Deine Einheiten erhalten TP zurück und werden mit Spritrationen und Munition versorgt, während du sie dort warten lässt. Das ist ja praktisch, also sollte ich wohl auch gegnerische Städte besetzen. Stimmt, die Stützpunkte des Gegners zu besetzen ist eine gute Strategie. Das stimmt. Du hast angefangen, eine Stadt zu besetzen. Schau auf das Fenster da unten. Das ist die Cursor-Info. Die linke Zahl ist der Besetzungszahl des Stützpunktes. Erreicht sie 0, ist der Stützpunkt eingenommen. Eine Infanterieeinheit mit 10 TP senkt die Besetzungszahl pro Tag um 2. Das heißt, es braucht 2 Tage. Und wenn sie weniger ist, braucht sie halt länger. Ja, und dann müssen wir warten drücken. Also ich... Wenn ihr das halt überspringen wollt, dann... Ja, ich denke, ich muss so viel nicht erklären. Ihr könnt natürlich auch fragen, welche... Oder mir sagen, welche Szene ihr sehen wollt, ob ihr gar keine sehen wollt. A ist natürlich ganz langsam. B ist schneller. C ist nur der Kampf, was ich standardmäßig eigentlich immer drin habe. Und D ist nur eigene Kampfszenen. Aber ich würde sagen, wir lassen das, wie gesagt, bei C. Ja, das war's auch schon. Der zweite Tag. Um zu gewinnen, musst du alle meine Truppen besiegen. Die Grundlagen kennst du ja jetzt, also bewege deine Truppen so, wie du denkst. Wenn du mehr über das jeweilige Terrain oder eine bestimmte Einheit erfahren willst, tippe die Stelle an, die du betrachte Informationen auf dem Bildschirm. Vergiss das nicht. Und jetzt los. Wähl, du gibst dir keine Mühe. Alles klar, ich gebe alles. Ja, das seht ihr natürlich auch schon oben im Bildschirm. Das ist richtig geil gemacht. Man sieht oben die ganzen Informationen zu aktueller Lage, Einheiten. Ja, natürlich gibt es auch wieder den Statusbildschirm, wo man noch mehr Infos bekommt. Dann die Situation, wo das Ziel ist. Und im Co. natürlich auch wieder die Infobildschirme. Ach ja, muss ich auch wieder machen. Ein junger dynamischer Co. von Orange Star, der für die Befreiung seiner Heimat kämpft. Ein erstklassiger Panzerfahrer. Feindfahrzeuge Natur in einem Black Hole. Ein Spezialist für den Kampf auf freiem Feld. Die Feuerkraft seiner Truppen erhöht sich, wenn sie sich auf der Ebene befindet. Ja gut, zu den Garmen kommen wir später. Ja, nichts Besonderes hier. So, und Rachel. Co. von Orange Star, die ihre ältere Schwester Nell nacheifert, bringt frischen Wind in die Truppe. Feinharte Arbeit, nein, Ausreden. Einheiten werden auf dem Stützpunkt schneller wiederhergestellt als die anderer Co., weil Rachels Leute eine hohe Arbeitsmoral besitzen. Ja, die kriegen nämlich 3 wieder, statt 2. Ja, das wäre es eigentlich so weit im Groben und Ganzen. So, dann würde ich mal sagen, wenn wir schon mal den hier angreifen, damit er nicht die Stadt besetzen kann. Naja gut, ich hätte es eigentlich auch anders machen können, aber egal, wir haben eine Mech-Einheit. Die wird schon mit dem hier fertig werden, mit der Infanterie. Weil Mech sind ja stärker als normale Infanteries. Bringt sich sogar schon um, okay. Naja, muss sie ja wissen. So, und dann noch der letzte. Und dann hätten wir die erste Mission gewonnen. Und ich denke, wir werden auch noch die zweite machen können in diesem Part. Ja, das machen wir auch. Du hast gewonnen, nicht schlecht. Kein Wunder, dass du schon Co. bist, obwohl du noch so jung bist. Du hast dich auf dem Schlachtfeld sehr gut geschlagen. Wirklich, es gibt mir Selbstvertrauen, das von dir zu hören, Rachel. Du hast Talent. Ich werde dich persönlich zu einem der besten Co. machen.
Vor uns liegen harte Schlachten, also halte dich immer an mich. Das werde ich. Der Sieg. Und das gibt natürlich wieder Punkte. Tempo bestimmt sich auf die Schnelligkeit, wie viel Runden man gebraucht hat, je weniger, desto besser. Kraft, wie viele Einheiten man ausgeschaltet hat vom Gegner. Technik, wie viel eigene Einheiten überlebt haben. Je mehr, desto besser. Und deshalb gibt es dann auch Ränge. Und wie ihr da gesehen habt, gibt es dann auch für jeden Crew jetzt Erfahrungspunkte, die sich dann über die Punkte halt rechnen. Ich gewinne, weil ich nicht verlieren darf. Ja, was es mit diesen Erfahrungspunkten genau auf sich hat, dazu kommen wir später. Ja, da kommen wir auch später zu. Vor allen Dingen hat Jake schon Rang 2, also sozusagen Level 2. Eigentlich müsste er noch auf Level 1 sein, aber naja, gut, kann ich ja dann sagen. Liegt ja daran, dass ich schon was hier gemacht habe, getestet habe. Deshalb würde ich sagen, machen wir bei Daten 2, speichern wir das dann. So, Mission 2, alte Feinde. Kommandantin Rachel, wir sind auf einen Vortrupp des Gegners gestoßen. Verstanden, wir machen uns sofort auf den Weg dorthin. Haben wir Verluste? Unsere Infanterie wurde getroffen, aber die Truppenstärke des Gegners ist gering. Aha, da müssen wir die Infanterieeinheit schnell zur Hilfe eilen. Rachel, das sind sie also und die Truppen von Black Hole. Richtig, sie sind schneller vorgerückt, als ich gedacht hätte. Eigentlich wollte ich mit dem Training fortfahren, aber jetzt müssen wir handeln. Naja, ihre Truppenstärke ist ja kaum der Rede wert. Wie wäre es, wenn ich mich um sie kümmere, während du mir mit Tipps zur Seite stehst? Das ist die richtige Einstellung, Jake. Vorschlag einstimmig angenommen. Okay, los geht's. Ja, also die Dialoge, die sind echt. Mission 2. Alte Feinde. Alliierte Truppen auf dem Rückzug. Jawohl, wenn wir das Hauptquartier Haku besetzt haben, ist Omega dann erobert. Der bisherige Widerstand des Gegners war ein Witz, nicht wahr, Kommandant Yuga? Gegenwärtiger Standort. Orange Star Territorium. Es sieht ganz danach aus. Gegner greift an. Yuga greift an. Verstanden. Drei gegnerische Jagdpanzereinheiten, unsere Infanterieeinheit in der Stadt. Dort links hat viele TP verloren. Wenn wir rumtrödeln, wird sie vernichtet. Ich werde den Jungs mit meinen Jagdpanzern zur Hilfe eilen. Moment. Ich weiß, du bist in der Ebene äußerst stark im Angriff. Doch mit nur einer Jagdpanzereinheit solltest du nicht einfach drauf losstürmen. Du musst alle Truppen des Gegners zerstören und deine Infanterieeinheit schützen. Sonst verlierst du. Es gibt ein paar neue Einheiten, also setz sie geschickt ein. Wähle einfach die eine Einheit an. So, und das wäre nämlich diese hier, eine Artillerie. Eine Artillerieeinheit. Wenn sie stehen bleibt, kann sie Fernangriffe ausführen. Sie ist sehr klug positioniert. Unsere Truppe ist schlau, was? Heißt das, dass wir die Jagdpanzer auf der anderen Flussseite treffen können? Genau. Und wegen der Entfernung haben wir keinen Gegenangriff zu befürchten. Gegen eine Direkteinheit sind Artillerieeinheiten jedoch wehrlos. Daher solltest du sie nie zu nah an der Frontlinie aufstellen. Wähle im Befehlsmenü Feuer, um anzugreifen. Vergiss nie, dass du nicht gleich feuern kannst, nachdem du sie bewegt hast. Feuer kannst du nur auswählen, wenn eine gegnerische Einheit in Reichweite ist. Die Reichweite einer Einheit kannst du überprüfen, indem du sie auswählst und B drückst, bla bla bla. Alles gleich, probier's gleich aus. Genau hier, da ist der Jagdpanzer in Reichweite und wir können direkt feuern. Diese komischen schwarzen Panzer, die unbemannt sind. Ich finde das sehr geil, die von Black Hose unbemannt. Diese Einheit hat stark gelitten, du kannst sie hier TP zurückgewinnen lassen, aber das ist riskant. In solchen Fällen sind Truppentransportpanzer TTP praktisch. TTP können eine Infanterie oder Mechanik als Fracht nehmen, nicht wahr? Genau. Solange der TTP nicht verloren geht, bleibt die Fracht unbeschädigt. TTP haben einen Bewegungsradius von 6 Feldern. Sie sind nur weg von der Front. Wähle die Infanterieeinheit an, bewege sie zum TTP und wähle dann Fracht. Du solltest es gleich mal ausprobieren, falls der TTP nicht zu weit weg steht. Alles klar, ich sorge dafür, dass diese Einheit nicht zustößt. So ist's richtig. Mach weiter so. So, und das tun wir auch. Dies ist ein TTP-Panzer, der Rationen geben kann und Fußtruppen einladen kann. Kennen wir auch schon alles. Muss jetzt nicht alles erklären und erzählen. So, dann kommt die noch ein bisschen näher dran. Und dann darf Yuga ziehen. Die Musik, Kommandant Yuga, gegnerische Einheiten gesichtet. Identifiziere gegnerischen Korps. Es ist ein junger Typ. Die Beschreibung entspricht Annie von Orange Star. Nein, Herr Kommandant, es scheint ein anderer Chor zu sein. Ihr seid also die Ganoven von Black Hole. Was habt ihr zu suchen? Die Person ist unbekannt. Bist du ein Chor von Orange Star?
Und ob? Jetzt antworte mir. Dialog ist überflüssig. Startattacke. Ich werde nicht zulassen, dass sie unser Territorium verletzt. Angriff, Angriff, Angriff. Ja. So, dann laden wir die hier über dem Hauptquartier aus. Dann kann er noch geheilt werden. Die Jagdpanzer kommen wir nach vorne. Ja, und besiegen noch. Gehen weiter auf die drauf, würde ich sagen. Schön drauf damit, drauf damit. Damit die alle keine Chance haben hier. Ja, und ich kann euch auch schon sagen, Juge ist schon was lustiger Geselle, weil... Ah ja, stimmt, ist natürlich Co. Yuga. Ein Black Hole Code, wie ein Roboter aussieht. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Intelligenz nimmt leicht zu, wenn er seine Gabe einsetzt. Feinenergie? Nein, statische Elektrizität. Große Feuerkraft, doch er baut nur auf Stärke. Seine schludrige Technik verringert manchmal den verursachten Schaden. Und wenn ich ehrlich bin, diese Beschreibung passt 1:1 auf Helmut. Dieses Erbsenhirn aus dem zweiten Teil. Ich kann euch aber schon sagen, hier kommt er nicht vor. Mysteriös. Ob das vielleicht doch kein Roboter ist? Wer weiß. Egal. Ich würde sagen, wir besiegen jetzt noch die restlichen Einheiten hier. Ich denke mal, wir haben jetzt auch genug gesehen hier. Und ja, man kann auf A natürlich auch die Aktion abbrechen, was man früher auch nicht konnte. Ja. Und dann würde ich sagen, ist Yuga dann auch Geschichte. So, tschüss Yuga. Das war ja lächerlich. Yeah, super, du hast gewonnen, Jake. Das ist ja nochmal gut gegangen. Ich wusste, dass du es kannst. Du bist einmal ein hervorragender Chor, Jake. Hey, Black Hole Chor, ich gibt's dir immer noch. Gebt ihr denn nie auf? Wie konntet ihr euch nur so schnell wieder neu formieren? Nach dem letzten Krieg waren eure Truppen noch so gut wie ausgelöscht. Antwort ist überflüssig. Nächstes Mal gewinnt Yuga. Beginne den Rückzug. Was haben die nur vor? Wer weiß, sicher ist, dass sie sehr viele Truppen haben und es ernst meinen. Andere Einheiten sondieren bereits die Lage. Unsere Aufgabe ist es zu kämpfen. Du hast recht, wir dürfen nicht zulassen, dass sie weiter vorrücken. Okay, den nächsten Kampf gewinnen wir auch. Alles klar. Und wieder 300 Punkte für einen S-Ran. Ja. Passt doch gut. Ich kämpfe weiter, bis meine Heimat gerettet ist. Ja, so schaut's aus. Schaut's aus, natürlich. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Part. Also ich finde, es macht schon viel einen guten Eindruck. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake 125. Oh yeah.